Halle. Puh. Ich rede jetzt für mein Zukunfts-Ich, also für den ihr jetzt seht. Alter, war das ein langer. Das war geil, Alter. Hurricane, Alter. Es ist Hammer gewesen. Es war nicht so geil gewesen wie das letzte Hurricane. Ich spreche jetzt echt gerade hier noch in der Aufnahmesession vor Hurricane. Aus der Perspektive von der Zukunft. Also es war aber trotzdem richtig geil. Die Gemeinschaft, alles. Trotz des perfekten Wetters. Die Sonne schien und strahlte aus allen Öffnungen. Ja. Ich hebe gerade meine Hand hoch und halte den Finger hoch. Ja. Richtig geiles Wetter, nicht so wie so scheiße, überhaupt nicht so scheiße wie damals letztes Hurricane. Die Sonne strahlte, Alter, wie noch nie, Alter. Es war schön heiß, geil warm. Ich habe meinen Adonis-Körper, der ist komplett. Ich bin jetzt schwarz. Ich bin schwarz wie durchgebrannte Kohle, Alter. So geil die Sonne gewesen und Alter, das Line-Up war top, finde ich geil. Vor allem Green Day, die waren fett. Und noch ein paar andere Sachen, aber halt nicht so geil wie letztes Jahr, ne? Letztes Jahr, Alter, ey, Rammstein. Tipptopp. Ja, ich bin jetzt zurück, bin jetzt voll müde und muss jetzt mir am Ausruhen zurückchillen. Ich habe jetzt Urlaub. Arbeitslosenurlaub, kann man das so bezeichnen, aber alles gut, alles gut, alles gut. Money kommt rein, alles gut. The Money Man kommt. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an, weiter hier zu zocken. Ist mein Kärtchen wieder zurückgelegt mit den ganzen Datumsachen? Ja. So, es ist nämlich eigentlich noch Samstag, der 19. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was heute ist. So, ja, ich werde uns um die Gondeln gekümmert. Oh, ist. Ah. Oh, ist das süß. Hier fahren die Gondeln also durch. So, so. Und ja. Beginnen wir sofort weiter mit dem Bau von Sachen halt. Ach scheiße, ich habe vergessen das anzuschalten. Scheiße, warte mal, Hauptmenü. Das machen wir jetzt hier live, Alter. Richtig live. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Jetzt so, wenn ich das bestehende Spiel hier, warte mal, wo ist denn das? Inhaltsverwaltung. Jetzt, wo ihr noch sehen könnt, warte mal. Mods, genau. Stunden später. Quay Anarchy. Building Anarchy. Und. War das hier? Da. Citizen. Einwohnertyp. Der sieht voll riesig aus auf dem Bild. Ja, ja, genau. Und jetzt. Das war auch hier auf Mods. Und da machen wir. Unbegrenztes Öl und Erz. Ich nehme das hier vollkommen ergänzt. Sind nicht durch das, genau. Gibt es noch eine Beschreibung eben oder so? Habe ich gerade irgendwas gelesen oder überlesen? Nö. Ich habe keine Ahnung. Dann setzen wir jetzt. Oh, habe ich gespeichert? Oh, ich bin so doof, ne? 6 Uhr, 18 Uhr 2. Da habe ich gerade in der letzten Episode das Oh, ich bin so doof. Ich habe gar nicht Oh. Okay, dann machen wir jetzt das, was wir in der letzten Episode gerade noch gemacht haben. Ja, ich bin generell doof. Aber zum Glück habe ich Autosave an. Ja, das klappt davon, wenn man halt spontan was anderes macht. Und ich rede gerade wieder so lange als komische Stimme. Und warten wir jetzt mal den Ladevorgang ab. Ich lege mich kurz hin. Und nach einem Cut sehen wir uns gleich wieder. Hallo, da sind wir wieder. So. Ja, ich muss das Spiel eben neu starten, aber so, ich habe jetzt mal umgestellt. Mein Öl sollte sich jetzt. Ja, jetzt ist ja der eine Teil verschwunden. Aber wir könnten hieraus dann was anderes machen. Aber hier dann so weiterhin Industrie ausbauen und gucken, was geschieht. Dafür muss ich aber erstmal das Gebiet hier neu designieren. Mal wegmachen. Dann bauen sie auch neue Gebäude. Weil das Öl ist hier schon. Das Öl ist hier weg. Es ist tot. Für immer. Das heißt. Machen jetzt hier ein anderes Hainviertel und daraus normale Industrie. Die bauen jetzt ab und machen neue Industrie hin. Sehr schön. So, dass rein mein Einkommen
weiterhin besteht. Ich habe gerade kurz auf OBS rüber geguckt. Ich dachte, ich streame jetzt hier. Das passiert mir manchmal, dass ich mal aus Versehen auf Stream drücke, anstatt auf Aufnahme. Also. Ja, ach ja, stimmt hier. Ach ja, oh, ich bin so doof. Ich habe nicht viel getan in der letzten Episode, beziehungsweise war jetzt zum Glück schon dabei, das hier zu erledigen. Habe ich gerade so ein Dings hier rübergezogen. Stimmt. Sehr gut. Das heißt, ich habe kurz vor Aufnahmeende. Zumindest hat das Spiel kurz vor Aufnahmeende hier ein Save gemacht. Das ist schon mal sehr, sehr vorbildlich von dem Spiel. Was ist das denn jetzt hier? Total bescheuert. Behindert? Pff. Dann halt nicht. Dann halt so. Ey, Alter. Ich wollte gerade stressen. So. Dann machen wir eben den Scheiß, den ich hier in der letzten Episode versammelt habe. Hier hatte ich sogar so einen ganz schönen Dreieck gemacht. Ja, ein wunderschönen Dreieck. Selbst das kriege ich nicht mal mehr hin. So. 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 So, jetzt habe ich mein Dreieck wieder. Och nö. Quer durch das Ding da, egal. Ihr hört jetzt wahrscheinlich jemanden im Hintergrund rumgrummeln. Ja, das ist mein Vater. So. So. Einmal schön verbinden miteinander, damit alle glücklich sind. Hier habe ich auch noch was gemacht, stimmt. Und bam. Soweit war das. Ja, habe ich noch Kanäle? Ja, sehr schön. Vor allem, jop, Wasser ist auch da. Ich bin ein Gott. Und bauen wir jetzt erstmal hauptsächlich primär meine Idee hier aus. So, ich mache erstmal wieder Anarchie und so einen Scheiß an. Zack. Das aus. Den Scheiß auch alles aus. Was für Vorbereitungen ich hier Vorkehrungen schon treffen muss, um hier bauen zu können. So, wo ist eigentlich das eine Pier, das ich gebaut habe? Hä, habe ich auch nicht gemacht? Lol. Ich bin ein paar Meter zurück in die Zeit gereist und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich genau alles gemacht habe. Scheiße. Ach, hier ist mein Pier. Ja, mein Kai, was auch immer. Kai Pflaume. So. Ein bisschen rund vielleicht. So. Und kann ich das hier einfach mal weiterbauen? Ja, aber... oder? Ah, der macht's rund. Geil, stimmt ja. Oh, fett. Stimmt ja, der macht's ja rund. Der rundet die Ecken ab. Geil. Das ist sehr gut. Dann könnte ich eigentlich... sowas hier machen? Ja, das sieht doof aus. Das lasse ich so. Aber hier. Okay, ich vergesse es. So. Hier auf jeden Fall an der Straße entlang. Ich mache mal vorher schon Schluss. Um dann... Ah, nee, das ist doof. Fast wieder aus Versehen was anderes gelöscht. Ja, genau, genau. Zack. Ja, geil, ey. Wie lange habe ich davon geträumt, meine Damen und Herren? Oh, fett. Oh, das ist richtig geil. Ich bin echt pervers gerade manchmal, wenn ich ganz oft geil hier sage, ey. Das geht doch nicht. Das ist auch ein Kinderzug. Das Gebäude würde verschwinden. So. Ha. Das ist cool. Mir gefällt. Ach so, ich kann ja auch noch, Alter. Stimmt ja. Das hier. Ausschalten und fertig. Dann kann ich ja jetzt wirklich in voller Blüte, in voller Pracht
ein Traumdings zu Ende bauen. So. Alter, warte mal. Boah. Ich bin gerade richtig dead, Alter. Tot im Kopf. Geil. Warte mal. So. Dann haben wir die Zeit laufen. Die Musik wollte ich schon sagen. Die Musik laufen. So. Wie geil ist das denn? So abgerundete Ecken ist auch was Geiles, oder? Ich finde schon, Alter. Nicht mehr so brutal. Apropos, habt ihr mal vom Brutalismus gehört? Das ist ein Baustil, welches sehr viel Beton darstellt. Sehr kahl und sehr monoton, aber manchmal auch sieht aus wie Zukunftsmusik von damals. Ja, das ist ein bisschen... Nee, was wollte ich denn eigentlich? Genau, ich wollte... nicht die Straße löschen. Was habe ich für Straßen gehabt? Mit Bäumen. Und ich höre ständig dieses Piepen wieder mal. So. Aber nochmal zurück zu dem hier. Ich wollte bis zu den Autos. Ja, früher anfangen? Nee, ne? Scheiße. Scheiße. Zu den Autos. So. So quasi. Die parken dort. Geil, das sieht schick aus. So, dann machen wir mal. Ab hier. Ja, ein bisschen näher ran so. Ja, das war zu weit. So. So, mal gucken, was passiert. Wie sieht's hier aus? Naja, das muss ich nochmal besser ausbessern. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus. Sehr komisch. Jetzt habe ich aus Versehen wieder was gelöscht. Ist gar nicht ohne das Ding. So. Kurve wird schärfer, je weiter ich hier rausbaue. Okay, verstehe. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Bis dahin baue ich jetzt. Ja, könnte man als eine Wand sehen, eine Mauer oder so. Ne, diesen schmalen Spalt hier. Was auch immer das ist. So, und hier habe ich Scheiße gebaut. Doch, das lasse ich so. Da habe ich jetzt zwar diese komischen Überlappungen hier. Das ist echt doof. Egal, haben wir es so. Dann ist es so. Und ich will das hier ein bisschen schärfer haben. So, das ist ein bisschen zu krass. Ach, jetzt habe ich wieder meinen ganzen... Jetzt habe ich hier wieder Probleme. Ja, so. Geil, ey. Das, genauso wollte ich das haben. Das ist sogar besser, als ich es mir erwartet habe. Geil. Vierte Sache. Und hier mache ich mal den Scheiß ein bisschen schärfer. Wie immer. Ja. Nee, nicht schärfer, eigentlich. Anders. Dieses Gepiepe, Alter, das nervt so sehr. So. Ja, kann man so nehmen, ne? Dann von hier. Ja, ist zu nah rangebaut. Ist gar nicht ohne.
So, ja, genau so. Dann nicht zu weit. Sonst wird es hier zu rund. Dann geht's rund. Ja. Den Strommast beachten wir mal erstmal nicht. Bam. Geil. Oh, das gefällt mir gerade richtig. kann ich das Ding höher bauen? Jawohl, ja. Ja. Alter, kann ich die Seile hier sogar... Cool. nun. Weiter geht's. Dieses Gepiepe, ne? Das ist behindert. Das ist nervig. So. Ah, hier will er hoch. So. Nee, nee, das ist doof. So wollte ich das nicht. Ich will vieles nicht. So, genau. Bam. Tipptopp, Alter. Dann mein Strommast ein bisschen verschieben. So. Und weiter geht's. Also ein bisschen steht noch an. Aber wir haben schon fast hinter uns. Hier muss ich noch. Warte mal. Genau dahin. Ach. Bisschen zu rund. Ich vergesse es. Viel zu scharf. Aha, verstehe. Ja, dann lasse ich es mal so. Hier brauchen wir nichts. So. Hier. Lol, ich zoome rein und der fliegt ganz woanders hin. Hatte ich schon mal. Lol. Voll lang gezogen. Ich mache jetzt gerade irgendwelche Sachen. Hier ist doof. So. Ja, okay. Darüber sehe ich jetzt hinweg, über diesen... Alter. So, ich lasse es hier enden. Ganz einfach. So. Kann ich das auch noch mal ein bisschen hübscher machen? Zu viele von diesen. Zu hart. Ja, ich weiß schon. Wenn die so knapp bauen. Warte mal. Das ist wieder zu weit. Sonst wird es jetzt zu rund. Scheiße. Dann schieben wir dich mal ein bisschen weg. So. Ein bisschen drehen. Mit den Bäumen. Dann kann ich den ja immer noch hier ändern. Stimmt ja. Mit all den Tools, Alter, hast du Möglichkeiten bis zum Geht nicht mehr. Hier habe ich... ja, mal gucken. Mal gucken. Ja. Geil. Bis dahin. Jawohl, ja. Hier wieder so eine komische Abstufung. Funktioniert halt nicht perfekt. Aber dennoch so, wie ich es schon gerne hätte. Ich glaube, die rasten nur nicht. Warte mal. So. Das probiere ich dann gleich nochmal aus.
Ja, okay, schon besser. So, nur noch ein paar, dann haben wir es auch geschafft. Mal gucken, was die Bäume hier machen. Die Jugend forscht. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Hänger, Hänger, Hänger. Sehr gut. Dann rüber. Irgendwas. Ach so, verstehe. So, 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 so. Alter Schwede. Ich komme mir vor, als ob das Spiel sich aufgehängt hat. Ja, so lassen wir das. Ist ein bisschen runder jetzt. Ist mir egal. Und die Bäume sind irgendwie noch da. Sind jetzt oben hier erschienen. Egal. Wachsen jetzt auf dem Zement, Beton, Beteng. Ich glaube, hier mache ich das so einfach. Die Schule voll zerfickt. Egal. Hänger? Doch nicht. Lol. Boah, was ist das denn hier? Ah. Okay. Ich lass das. Oh, das Gepiepe, ey. Was haben sich die Entwickler eigentlich dabei gedacht? Hä? Was habt ihr euch dabei gedacht? Oh lol, hier ist schon wieder so komisch. Och. Ja gut. So, hier habe ich jetzt was, hier habe ich was. Ich glaube, wir haben's. Ich will nochmal hier gucken. Aber es würde mehr zu diesen asiatischen Gärten passen, dass hier so einfach so eine Kluft ist. Warte mal. Nö. Wobei, das sieht eigentlich doch ganz schick aus. Warte mal. Nö. Voll die Wand, ey. Nee, das ist blöd. Das ist zu brutal. So viel Brutalismus. Alles Brutalisten hier. So, habe ich jetzt alles? Ja, ne? Schaut gut aus, Alter. Ja. Das ist cool. Das ist doch glatt ein Screenshot wert. Nicht du. Ich die Menschen hier. Was ist das denn? Voll geil, voll die Wandstraßen, ey. Das ist cool, Screenshot. Ne, so. Das ist cool. Screenshot. Okay, nicht zu viele. Die würden dann für den Stream hier reichen. Ja, das stört mich hier schon. Vor allem die Schule, Alter. Ist das eine Schule? Ja, ja. Voll zerstört. Warte mal, die mache ich mal hinweg. Yes. Und baue eine neue. Hier ran. Ich verschieb sie ein bisschen. Ist doch ein bisschen zu brutal gerade. Nur dreh dich doch! Jetzt neigt die Schule hier wieder zu versinken. Ja. Kacke. Dann mache ich sie halt hier ran. Scheiße, dass der Spielplatz hier. Weg mit dem Baum. Mache ich folgendes. Mal zwischenpacken, noch enger gestalten. So kann ich voll so eine Tokio-Stadt bauen, weißt du, so Gebäude eng an eng. Richtig nah dran. Ja. Und diesen Viertel noch brutaler aussehen lassen. Das ist schon cool, das gehört, sieht aus, als ob es zusammengehört. So ein Baum irgendwie reingeschmuggelt. Und funktioniert die Schule? Scheinbar ja. Aber ich drehe sie nochmal. Sind gerade. Gerade muss das sein. Und kann ich auch
jetzt eine Landschaftsanarchie, weißt du, dass ich hier genau auf so eine harte Polygonkante bauen könnte. Aber ich glaube, das ist dann zu viel verlangt. Wir haben das jetzt erreicht, was wir haben wollten. Steile Wände. Oh Gott, hier habe ich ja noch mehr. Zumindest für den Park. Zumindest nur für den Park. Warte mal. Wie ich immer warte mal sage. Warte mal. So, und dann... Vor allem, wie weiß das Spiel, wo jetzt die harte Kante ist, ey? Hier ist schon mal Eingang von dem Gehweg. Kann man das so machen, Alter? Sieht irgendwie nicht so danach aus. Warte mal. Dann fange ich mal von hier an. Alter, das Gepiepe, ne? Das Gepiepe ist paranormal. Nee, Alter. Nee, das lasse ich so. Oder ein Damm, Alter. Cool. Apropos, man kann auch so Straßendämme bauen. Das geht. Ganz einfach. Aber auch nur mit Anarchie. Ich mache nämlich zwingend immer auf dem Grund sein. Ich baue jetzt einfach mal so einen Damm, Alter. So ein Deich. So ein Deich meine ich. Nicht ein Damm, Alter. Was habe ich denn geraucht? Ein Deich. Ab so 20 Meter, ey. Und dann haben wir schon einen. Guck mal das mal an. Ein natürlicher Deich. Den machen wir uns aber ein bisschen dünner. Ist ja nur ein schöner kleiner Deich. Ab 16 Meter. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, wenn man den dann rund macht, haben wir einen runden Deich. Ich bin so geil. Wenn man den rund macht, dann hat man einen runden Deich. Ja. Und das hindert natürlich vor diesen bizarren Wellen da, die Tsunamis. Tsunamis. Bis dahin. So, fertig. Oh, jetzt ein Deich. Sieht zwar immer noch komisch aus, weil ich Deiche irgendwie nur grün in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich den auch nur zu hoch gebaut. Und dort kommt er wieder runter. Das ist geil. Ich freue mich gerade. Den kann man hier anschließen. Ich mache aber dennoch... Der ist mir doch für meinen Geschmack zu hoch, ey. Wieso hoch in meine Geschirrmecker? Den Deich mache ich jetzt noch fertig hier in der Staffel, Episode. Ich vertausche das jetzt immer. Staffel und Episoden. Völlig unterschiedliche Sachen. Und dann... auf 10 Meter und dann sehen wir mal, wie das aussieht. Lol. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Direkt ab hier. 10 Meter. Bitte. Ja, das sieht schon viel schöner aus. Nicht mehr so hart. Kann das sein? Ja, die Kuh stimmt mir zu. Ja, und die andere. Ja, okay. Mein Deich. Der steigt natürlich. Da muss ich ihn nochmal anpassen. Hier mache ich ihn niedriger. Ja. Und hier dann noch niedriger. Geil. Das ist mein Deich. Hier muss ich mal kurz anpassen. Ja,
Ja. Und dann hier nochmal. Hier ein bisschen niedriger vielleicht. So. Da vielleicht auch irgendwo. So. Ja, fett. Oh, jetzt ein Deich. Und hier so. Hier kann ich nochmal die zu... Ah, lol, hier brennt's. Und ich baue einen Deich. Schick. Die Kühe, Alter, schreien voll in die Landschaft. Buh, Echo. Brauche ich noch einen Deich? Oder warte mal, aus Kiesweg. Ja. Geht auch so oder so. Das ist auch schön hier, finde ich. Kann ich einen Kiesbrückenweg machen? Glaub nicht, ne? Ich mach mal... Doch, warte. Oh. Oh, warte mal. Ein Kiesbrücke, Alter. Das geht tatsächlich. Das wird einfach eine Holzbrücke. Lol, ey. Wie geil. Ich werde immer glücklicher in dem Spiel hier. So, jetzt kommen wieder Deich. Auf 6 Meter gehen. Oh, wie fett. Ich sollte mal Landschaftsbauer in dem Spiel werden hier. Auf 10 Meter erhöhen. Ich erhöhe meinen Einsatz auf 10 Meter, bitte. So. Dann können die Katastrophen kommen. Na, lieber nicht. So geil, ey. Weißt du, was ich dann mache? Wird immer besser hier mit mir. So, ich mache immer hier ein bisschen flach ihn wieder ab, mein Deich. Bam. Mal gucken, ob das klappt. Ich mache mal das alles wieder an. So, auf Standardmodus alles. Dann höre ich hier aus, das Grund. Explosion an. So. Wie schaut es damit aus? Rund. Nee, das ist doof. Kann ich das nicht irgendwie noch? Nee, nee, die kreuzen sich, Alter. Überschneiden sich, meine ich. Kann ich den höher machen? Auch nicht. Wie heißt das Ding hier? Hochwassermauer. Hm. Wie sieht denn die Hochwassermauer aus? Vielleicht ist sie doch schöner als mein Deich. Nee, Mann. So eine richtige Zementmauer, so. Nee. Mein Deich ist schöner. So. Ich kam hier immer noch nicht weiter. Womit ich eiskalt aufgehört habe und jetzt mich um andere Dinge gekümmert habe. Um so Sachen wie ein Deich oder mein Kai hier. Ja. Meine Kai-Pflaume. Aber halt, man probiert gerne aus. Ich probiere echt sehr gerne aus und habe jetzt hier einfach mal stumpf einen Deich hingebaut. Für die Zukunft weiß ich Bescheid. Und ich habe herausgefunden, dass wir Holzbrücken haben. Auch sehr schick. Sieht echt schick aus. Ich finde das sehr schön. Mal weg. Das ist cool, ey. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich komme noch zur Reeperbahn in der nächsten Episode. Und ich glaube, ich weiß nicht, das ist ein Montag, der 21. Ne? Nee, gar nicht, warte, der 26. Montag. Das seht ihr jetzt gerade eben. So, es ist jetzt Montag. Ich bin jetzt gerade zu Hause und chill, sag mal. Dann mache ich ab Mittwoch und Freitag halt die nächste Aufnahme. Am Mittwoch die Aufnahme. Nein, gar nicht. Und am Dienstag die nächste Aufnahmesession für Montag und Freitag dann. Sodass ich dann am Wochenende wieder aufnehmen kann. So machen wir das. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich jedes Mal, wenn ich die Views zählen kann, noch an der Hand. Aber halt, welche da sind. Und ich hoffe, ihr schaut mir wirklich zu.
oder halt da die Stellen, die euch interessieren. Wenn nicht, oder wenn euch was stört, schreibt mir in den Kommentaren Kritik und Anregungen und alles. Ich bin für alles offen. Klingelt an meiner Glocke und abonniert mich, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und ich würde sagen, vielen Dank. Und man sieht sich dann in der nächsten Episode wieder. Adios, amigos.